Hey Freunde, schön, dass ihr wieder am Start seid. Hier ist wieder Jojo und heute machen wir mal was ganz Entspanntes. Ich habe mir gedacht, ich muss mal meinen Schreibtisch aufräumen. Und da ist mir eingefallen, da könnten wir doch so ein Roundup mal machen. Und das sind so Sachen, die ich ja doch schon gern auspacken möchte. Aber ob ein Review kommt, ist halt immer so die Sache und weiß ich noch nicht. Und das werden wir dann sehen. Aber ich wollte es euch nicht vorenthalten und mache einfach mal ein Roundup-Video. Mal schauen, also wie es so wird und wie ihr es findet. Dann wollen wir doch mal anfangen. Ja, der muss mal weg hier. Der muss mal ein bisschen Platz machen. Dann hätte ich hier zum einen ein iPad. Das ist das iPad 2017 oder iPad 5, wie es genannt wird, oder auch einfach nur das iPad. Natürlich, es gibt schon wieder ein neues, das 2018er, aber ich habe es günstig bei Saturn bekommen und würde das gerne heute mal mit euch auspacken. Ja, die Verpackung ist Apple-typisch sehr schlicht gehalten, iPad und Apple-Logo. Hier vorne ist das iPad selbst mal drauf und ihr seht schon, ist die Farbe Gold. Das war die einzige Farbe, die es jetzt noch gab im Saturn. Und hier nochmal Apple-Logo und iPad. Hinten sind ein paar technische Daten, ist die Wi-Fi-Version in 32 GB. Ich würde sagen, wir machen das ganze Ding einfach mal auf. Unbox typisch, natürlich was vorbereitet. Ja, iPad deswegen, ich brauche es für die Firma. Wir haben da eine sogenannte GLT-Steuerung für die Heizung und für die Lüftung bei mir in der Firma. Und da können wir dann vom iPad aus die fernsteuern. Da ist das besser als das alte iPad. Das ziehe ich auch gleich nochmal heran für die Größe. Da haben wir nämlich das iPad 2. Das ist schon relativ in die Jahre gekommen und jetzt so nach etlichen Updates ist das doch schon etwas langsam. Deswegen hier das Neue. So, machen wir nochmal auf. Ja, oh schön, weiße Front. Damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet, aber ist glaube ich normal. So, das legen wir natürlich mal zur Seite. Und gucken uns erstmal den Packungsinhalt an. Designed by Apple in California, kennt man alles. Kleines Verpackungstray mit üblichen Papierkram, Quickstart Guide und so weiter, was man alles braucht. Warranty Card und natürlich Apple Sticker. Na gut, ich bin jetzt nicht so heiß auf Apple-Sticker, aber ich kenne da jemand, der würde sie bestimmt gern haben. So, legen wir das mal zur Seite. Hier das übliche iPad-Netzteil mit USB-A. Und dann hier noch das Lightning-Kabel auf USB-A zum Laden des iPads. So. Apple-typisch war es das auch schon wieder. Tja, da ist Apple doch immer sehr spärlich. Aber das kennt man ja. Ich will das gar nicht so lang so drauf rumreiten. Das iPad mit weißer Front. Fingerabdrucksensor ist für mich jetzt auch neu. Im iPad 2 war natürlich noch kein Fingerabdrucksensor dabei. Die goldene Farbe, packen wir es doch einfach mal aus, würde ich sagen. Und manche finden das Geräusch ja so klasse. Ich kann dem Geräusch jetzt also nichts so Tolles abfinden, aber gut. Ihr habt es gehört. Hoffentlich hat es euch gefallen. So, großes Apple-Logo. Die Goldfarbe ist doch schöner, als ich gedacht habe. Laut und leiser Tasten. Natürlich auch Apple-typisch Fokus. Jetzt. Apple-typisch sehr gut verarbeitet.
Powerknopf, die 8 Megapixel Kamera, ein Mikrofon, unten die Stereo-Lautsprecher, der Lightning-Anschluss und die Stereo-Lautsprecher sind doch relativ nah beieinander, sehe ich jetzt gerade. Und ob das so einen Stereo-Effekt gibt, das muss man abwarten. Gibt es bestimmt aber schon die eine oder andere Aussage dazu. Das Display spiegelt ganz schön, wie ihr seht. Schauen wir mal, was da das so hergibt. Machen wir mal einen Größenvergleich. Hier ist das iPad 2. Das iPad 2017. Ja, so viel größer ist es gar nicht. Natürlich alles ein bisschen moderner gehalten, ein bisschen schmäler. Ist ein 9,7 Zoll großes Display. Ist der A9-Chip von Apple verbaut. Wie gesagt, das hier ist die 32 GB Version. Es gibt noch bis zu 128 GB, es sind 2 GB RAM verbaut. Die Auflösung des Displays ist 2048 x 1563 Pixel, wenn es interessiert, und liegt bei, glaube ich, 264 ppi. Die Akkulaufzeit gibt Apple im Videomodus bei ca. 10 Stunden Laufzeit an. Und das Gewicht ist sehr angenehm bei 471 Gramm. Also ich könnte mir schon vorstellen, da auch mal einen Film drüber zu gucken oder halt YouTube. So, was gibt es noch zu sagen über das gute Teil? Das Display soll doch sehr hell sein. Also natürlich habe ich mich darüber informiert. Es gibt ja schon etliche Tests darüber. Und Bluetooth 4.2 ist verbaut. Die Frontkamera ist mit 1,2 Megapixel. Nicht gerade so die beste. Und auf der Rückseite fehlt für mich, für eine Kamera, die natürlich jetzt nur für Schnappschüsse sind, aber trotzdem einen kleinen Blitz. Und ja, wie schon mal gesagt, die Reflexionsbeschichtung fehlt hier auch. Aber die fettabweisende Schicht, naja, man sieht jetzt schon ein paar Fingerabdrücke von mir. Aber es lässt sich doch sehr gut reinigen. Gegenüber dem iPad 2 ist es doch relativ dünn. Aber es soll ja wieder dicker geworden sein zu dem iPad Air 2. Aber das fällt mir jetzt nicht negativ auf. 3,5 mm Klinkenanschluss ist vorhanden, das ist sehr schön. Die Verarbeitung ist natürlich Apple-typisch sehr gut und über jeden Zweifel erhaben. Also da muss ich gar nicht lang, muss ich überhaupt nicht suchen nach irgendwelchen Spaltmaße. Für mich ist sind die Displayränder oben und unten etwas zu breit. Also die hätten genauso sein können wie rechts und links. Also dann hätte man es immer noch gut halten können, ohne dass man aufs Display greift. Aber gut, ich werde es testen und werde es in den Tagesablauf mit reinbringen. Und wenn ich denke, man könnte mal noch ein Review drüber machen, dann wird auch noch eins kommen. Aber mal einfach mal sehen. Okay, das war das. Räumen wir das doch alles mal beiseite, weil jetzt habe ich eigentlich noch so das Highlight überhaupt von diesem Video. Ich habe einen ganz lieben Kollegen, den lieben Murat von Unbox Vision. Ich verlinke euch es unten in der Videobeschreibung. Der hat mir ein Päckchen geschickt. Wie er weiß und wie auch viele andere wissen, bin ich ganz großer OnePlus-Fan. Ich habe das OnePlus 5T immer noch im Gebrauch, mit dem ich hier auf gerade filme. Und der gute Murat war auf dem Event in London, als das OnePlus 6 vorgestellt worden ist. Und hat da so einiges anscheinend mitbekommen. Und also ich muss es euch sagen, ich war echt baff, als er mich angeschrieben hat. Ich habe dir ein Päckchen geschickt. War ich erstmal sehr verwundert, und als es kam, und ich habe es schon mal aufgemacht. Ich konnte nicht warten, aber ich will es euch nicht vorenthalten, was da drin ist. So, da haben wir mal das erste. Eine Baseball Cappy von OnePlus. Never Settle. Sehr cool. Ich
muss nur gucken, also ich muss sie wirklich ganz groß stellen. Ich habe einen sehr großen Kopf, aber trotzdem mega schwarz, noch meine Lieblingsfarbe. Und die ist schon der Knaller. So, dann haben wir hier, wie bei Apple auch, Sticker. Nur halt von OnePlus natürlich. So, nochmal ihr Werbeslogan natürlich. Und dann hier weitere OnePlus-Sticker, das OnePlus-Logo, ein Schriftzug und das reine OnePlus-Logo. Also ich finde es wirklich sehr nice, sehr nice. Damit kann ich wirklich was anfangen. Aber das war noch nicht alles. Es geht noch weiter. Dann gibt es hier noch ein OnePlus-Notizbuch. Sehr cool. Also ich habe zuerst gedacht, das wäre hier hinten irgendwie kaputt. Aber das soll wirklich so sein. Schön im OnePlus-Rot gehalten. Und da kann man natürlich auch mal anfangen und einfach mal seine Termine oder auch meine Skripte oder irgendwas reinzuschreiben. Und ich finde das hier richtig cool. Dann gibt es noch, das kann ich gar nicht so wirklich zeigen, aber ich versuch's. Ein OnePlus-Shirt, auch mit ihrem Werbeslogan. In der Größe, was haben wir denn eigentlich hier? XL, naja gut, das dürfte passen. Vielleicht seht ihr es auch mal im nächsten Video. Dann angezogen von mir, hinten nochmal OnePlus-Schriftzug und das OnePlus-Logo. So, lassen wir doch einfach mal hier liegen. Und dann zu guter Letzt, ich glaube, es ist das letzte Stück, eine OnePlus-Einkaufstasche. Auch wieder mit dem schönen Werbeslogan, Never Subtle. Schön grau, mannisch rot, ist aber auch cool. Ja, das ist das Päckchen leer und ich muss wirklich sagen, das ist eine richtig coole Aktion vom lieben Murat. Wie gesagt, ich verlinke euch euren Kanal unten in der Videobeschreibung. Unbox Vision heißt er und auf jeden Fall ein Blick wert. Viele werden ihn auch schon kennen. Aber die Aktion ist mal mega geil. Also ich bin, wie gesagt, riesen OnePlus-Fan und fiebere natürlich jetzt schon dem OnePlus 6T entgegen. Bin gespannt, was der OnePlus so alles einbaut. Also man sieht ja schon die ersten Werbeslogans mit Fingerabdrucksensor und dem Display. Das wird wohl kommen. Ich hoffe auch auf Wireless Charging. Und natürlich eine IP67-Zertifizierung, Stereo-Lautsprecher und vielleicht auch mal ein WQHD-Display. Aber mal sehen, also da geht ja dann schon wieder auf der Akku. Und die Notch soll ja so eine Regentropfen-Notch, so soll sie heißen, wurde mir gesagt, Regentropfen-Notch sein. Also eine ganz kleine Notch für die Frontkamera und das war's. Aber lassen wir uns überraschen, da kommt bestimmt auch von, ja, doch von mir vielleicht auch was, vielleicht ähnlich hier mit dem i40 zusammen oder mit Murat an auch. Das ist sehr wahrscheinlich vielleicht ein Video drüber, über diese Keynote. So ähnlich wie wir es bei Apple gemacht haben. Das Video verlinke ich euch auch nochmal gerne zu dem Kanal von i40. Und schaut einfach mal rein und lasst bei den beiden einfach mal ein Abo da. Ja, das war's. Mein Roundup hier zu meinem Schreibtisch. Ich hoffe, es hat euch gefallen soweit. Wenn ja, lasst einfach mal einen Daumen da, nach oben oder auch nach unten. Kritik ist immer gut, egal ob positiv oder negativ. Im Hintergrund hört ihr meine Katze. Die spielt gerade mit der iPad-Folie. So, da wird Zeit, dass ich es aufhöre. Und ja, lasst gerne ein Abo da. Wir sind jetzt coolerweise auch heute gerade bei 140 gelandet. Und ich sag dann einfach mal noch bis zum nächsten Video. Ciao!